Hallo und herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, zu Ihrem Micknauf Daily am heutigen Börsenmontag. Ja, die letzte Woche war natürlich auch wieder ganz klar geprägt vom Krieg auf ukrainischem Boden, vor den Ängsten einer weiter steigenden Inflation, verbunden natürlich mit einer Rezession. Naja, da wundert es nicht, dass der DAX letzte Woche wieder unruhig unterwegs war. Ja, die 14.000er-Marke, die hat er zwar gehalten, aber trotzdem auf Wochensicht 1,1% im Minus bei 14.283 Punkte sind wir da dementsprechend letzte Woche Freitag raus. Diese Woche ja verkürzter Handelswoche am Freitag, ja Karfreitag, der wird ja an den europäischen und amerikanischen Börsen nicht gehandelt. Aber die Unruhe, die Volatilität, die dürfte uns natürlich so lange weiter im Haus bestehen bleiben, solange wir tatsächlich keinen Frieden in der Ukraine finden können. Das heißt, die Anleger sind und bleiben natürlich nervös, vor allen Dingen, wo wir jetzt ganz klar im zweiten Quartal angekommen sind und allmählich sich dementsprechend auch die Folgen des Krieges, der Sanktionen natürlich dementsprechend auch Realwirtschaften nicht niederschlagen dürften. Das heißt, so mancher Analyst hat natürlich schon Ängste und Befürchtungen, dass es da bei den Gewinnern oder den Gewinnen der Unternehmer tatsächlich hapern dürfte, dass vielleicht sogar die ein oder andere Gewinnwarnung ausgesprochen werden muss, ob dessen das uns halt eben, wie gesagt, viele Lieferketten unterbrochen sind, viele Rohstoffe aus der Ukraine, aus Russland fehlen oder wie zum Beispiel für die Automobilindustrie Kabelbäume aus der Ukraine nicht geliefert werden können. Und wir sehen ja die Teuerungsraten, nicht nur wenn wir einkaufen, wenn wir tanken sehen, im täglichen Leben. Nein, wir bekommen natürlich auch mit, dass aktuell wir eine Inflation auch in der Eurozone von 7,5% haben. Also umso überraschender dürfte es natürlich sein, was macht die Europäische Zentralbank diese Woche, was macht Christine Lagarde, um dieser Teuerungsrate, dieser Inflation natürlich letztlich zu entgegnen. Ja gut, dass die amerikanische Federal Reserve mit Jerome Powell mittlerweile schon Zinsschritte erwägt, die höher als 0,25 Punkte, also 0,5 Punkte sind, ja, das sollte in diesem Zusammenhang klar sein. Die Amerikaner drücken ordentlich auf die Tube, wollen die Inflation so schnell wie möglich runterkriegen. Da ist natürlich Jerome Powell mit der Federal Reserve in einer angenehmeren Lage als Christine Lagarde hier von der EZB. Also diese Woche wichtig, schauen wir auf die Notenbank dementsprechend am Donnerstag, was da halt eben zumindest mal besprochen wird, auch wenn nichts beschlossen wird. Ja, zudem hatten wir ja dieses Wochenende, diesen Sonntag, Wahlsonntag in Frankreich. Aktueller Präsident noch, Emmanuel Macron, aber Marine Le Pen vom rechten Flügel scheint ordentlich aufzuholen. Ja, und so war die Wahlergebnisse relativ knapp beieinander. Emmanuel Macron mit 28,6%, Marine Le Pen mit 24,4%. Ja, die endgültige Wahl, Stichwahl, wird es dann jetzt am 24. April geben und dann werden wir natürlich wissen, wer die nächsten 5 Jahre im Élysée-Palast regieren wird. Ja, bei Marine Le Pen haben die Börsen schon Ängste und Befürchtungen, dass es ein Börsenbeben geben könnte, all dieweil man ja von ihr weiß, dass sie eher nationalistisch geprägt ist, nicht allzu viel von Europa und schon gar nichts vom Euro hält. Also da sollte sie an die Macht kommen, könnte es da natürlich größere Schwierigkeiten innerhalb Europas geben. Das Ganze noch on the top bei der aktuellen Gemengelage wäre natürlich überhaupt nicht gut. Also das muss man natürlich klar dazu sagen. Ja, also warten wir diese Woche natürlich auf die EZB, der 24. Die Wahl in Frankreich dauert ja noch ein bisschen was. Freitag, wie gesagt, kein Handel. Aber wir haben jetzt mal wieder Quartalsberichtssaison. Die beginnt in den Vereinigten Staaten traditionell ja mit den großen Bankhäusern, wie dann ab Mittwoch mit JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley und am Donnerstag dann die Citigroup. Ja, und zudem haben wir noch für Deutschland die ZEW-Konjunkturerwartungen und für die Vereinigten Staaten die Teuerungsrate und der damit verbundene Verbraucherpreisindex. Also eine verkürzte Handelswoche, die es aber durchaus
in sich hat. Ja, und vielleicht können ja die Banken, die Zahlen der US-Banken, die Quartalsberichte dann doch ein bisschen positives Licht mal wieder auf die Börsen werfen und dementsprechend dann ein paar Stabilisierungsversuche dann unternehmen. Ja, der DAX, wie gesagt, hält die Marke von 14.000 Punkten zwar, aber wir müssten mindestens über die Marke von 14.600, damit wir wieder einigermaßen in ruhigeres Fahrwasser hineinkommen. Erst über der Marke von 15.000 Punkten kann tatsächlich aktuell erstmal wieder leichte Entwarnung gegeben werden. Da sind wir aktuell allerdings noch nicht. Ich werde am Mittwoch wieder für Sie berichten. Bleiben Sie so lange investiert, bleiben Sie der Börse und mir treu gewogen. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.